Tagesordnungspunkt ist der Kollege Ulrich Lange. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie angekündigt, nach einer kurzen Beratung, die auch die letzten Zweifel auch unseres Koalitionspartners so weit beseitigt haben, dass man heute gut zustimmen kann, werden wir heute die Infrastrukturabgabe beschließen. Ein Gesetz für mehr Gerechtigkeit auf deutschen Straßen und deswegen auch ein Herzensanliegen unseres Koalitionspartners. Denn lieber Kollege Hofreiter, in aller Ruhe, ich glaube, es wäre an der Zeit, dass Sie sich für Ihre Rede in aller Form bei den Menschen in Bayern entschuldigen. In aller Form bei den Menschen entschuldigen. Und ich sage Ihnen jetzt komm runter. Denn ich glaube, wir brauchen von den Grünen, denen die eigenen Landtagsabgeordneten in München gerade davonlaufen, keine Nachhilfe in Europapolitik. Eine Union mit Franz Josef Strauß, mit Theo Weigel, mit Konrad Adenauer und mit Helmut Kohl braucht von Ihnen keine Nachhilfe. Wir wissen, wo wir in Europa stehen. Wir setzen mit dieser Maut das um, was Bürgerinnen und Bürger in diesem Land erwarten und genau das, was auch die Europäische Kommission geschrieben hat. Systemwechsel von der Steuerfinanzierung zur Nutzerfinanzierung. Und das ist richtig und das tun wir. Und deswegen allen Respekt vor unserem Bundesverkehrsminister, der den Gesprächsfaden nicht hat abreißen lassen in Brüssel, der das Ziel nicht aus den Augen verloren hat. Und so haben wir das europäische Gütesiegel der Kommission erhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sowohl der Grünen, der Linken, aber auch der SPD, das war das Siegel, das Sie wollten 2015. Dieses Siegel legen wir auf den Tisch, und damit haben wir auch unsere Aufgabe erfüllt. Gratulation und Respekt an den Verkehrsminister. Und wenn die Länder jetzt glauben, neues Spiel, neues Glück, dann wundere ich mich zumindest, dass die Länderbank heute leer ist bei dieser Debatte. Liebe Bundesländer, die ihr alle so dagegen seid, wo steht denn der Kollege aus den Bundesländern, der dagegen ist und den Mut hat, sich hier hinzustellen und das auch zu begründen? 2015 haben die Bundesländer genau dieser Regelung der Grenzregionen zugestimmt. Da war sie in Ordnung, lieber Kollege Hartmann. Und an dieser Stelle wird auch kein Wort im Gesetz geändert. Es werden Ziffern geändert, aber keine Wörter. Das spricht für die Qualität des Gesetzes. Und wenn es um erfolgreiche Politik geht, im Verkehrsbereich, dann kann ich nur sagen, nach 11 Jahren Bröckel-Verkehrsminister der Sozialdemokratie, seitdem die Union das Haus hat, Investitionshochlauf, ein Bundesverkehrswegeplan, der seinen Namen verdient, Geld für die Schiene wie noch nie, Brückensanierungsprogramm, das ist der Unterschied, lieber Kollege Hartmann, zu Ihrem geliebten Land Nordrhein-Westfalen, zu den Bröckelpisten und Schlaglochstraßen.
Verkehrspolitik der Union, liebe Kolleginnen und Kollegen, die hat Premiumqualität. Und mit dieser Premiumqualität werden wir die Straßen in Zukunft finanzieren, umstellen von Steuerfinanzierung auf Nutzerfinanzierung. Gerechtigkeit auf deutschen Straßen, das will die Mehrheit, das machen wir. Und deshalb stimmen wir heute dieser Infrastrukturabgabe zu für eine gute, zukunftssichere Verkehrspolitik. Dankeschön. Ich schließe